Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und ich sitze hier mal ausnahmsweise nicht mit einem Fotografen. Der Thaddäus macht hier die Welt unsicher. Was geht ab, Bro? Was geht ab, Kelvin Hollywood? Kelvin ist hier, also bin ich auch hier. Ich muss jetzt gucken, dass wir uns kurz halten, weil wenn du dem Thaddäus das Mikro gibst, da ist Game Over, ne? Und deswegen, wir haben einen Zeitplan. Thaddäus, du kriegst jetzt von mir 4 Fragen gestellt. Die erste, oder 4 Aufgaben. Also ist alles unvorbereitet. Das erste ist, ich hätte gerne, dass du sowas wie einen Elevator-Pitch machst. Für alle diejenigen, die dich da draußen nicht kennen, was machst du, was bietest du an, was ist geil an dir? Also so 30 bis 40 Sekunden, so lange fährt der Fahrstuhl. Okay. Hau mal raus, wer du bist, was du machst und was die Leute, wie die von dir profitieren können. Okay. Ich glaube, das wichtigste und größte Problem, was wir alle haben, ist, wir haben Potenzial, aber nicht viel Zeit. Und ich glaube, Armut ist, wenn du nicht die Kontakte und die Zugänge hast zu den Leuten, die dir helfen können, dieses Potenzial zu entfalten. Meine Aufgabe ist, dir zu helfen, diese Leute kennenzulernen und dir zu zeigen, wie du schnellstmöglich die richtigen Kontakte aufbaust, egal ob es jetzt mit einem Mann oder einer Frau ist oder einem Geschäftspartner, damit du dein Potenzial so schnell wie es geht und so bestmöglich auf die Straße bringen kannst. Das ist meine Aufgabe, dir zu helfen, dein Leben leichter zu machen, deine Ziele schneller zu erreichen und mehr zu erreichen in kürzerer Zeit. Deswegen bin ich hier. Wow, der war gut. Der war glücklich, muss ich kurz nachdenken. Wir verlinken natürlich alles ins Video, Lebensathleten und alles, was es halt von dir so gibt. Guck mal, ich stelle die Fragen jede Stunde und ich vergesse immer und immer wieder. So, die zweite Frage, ich vergesse die Reihenfolge immer. Genau, was machst du anders im Vergleich zu deinen Kollegen? Also das haben wir jetzt in der Fotobranche gehabt, aber du kannst es zu anderen Speaker-Kollegen machen. Gibt es irgendetwas? Ich meine, die Frage könnte ich jetzt sogar beantworten, aber ich lasse erst mal ihn. Was ist bei dir besonders, was bei dir anders, wo du sagst, da unterscheidest du dich vielleicht von deinen Kollegen? Wenn nicht, ich wüsste sofort was, aber hau mal raus. Ah, weiß ich es nicht. Ich kümmere mich eigentlich nur um die Leute, also meine Zielgruppe oder die Leute, mit denen ich zu tun habe. Die interessieren mich einfach. Und I'm just doing me. Das heißt, meine Aufgabe, wie gesagt, ist, so leicht wie möglich den Leuten zu machen. So viel, dass sie so viel bekommen, wie sie nur bekommen können in kürzerer Zeit. Und dann schaue ich, vielleicht sind sie schon bei jemandem und schaue nur, wie kann ich es ihnen trotzdem noch leichter machen, dass sie noch schneller dorthin kommen können und wie können sie noch mehr bekommen. Und deswegen versuche ich einfach nur, immer einen draufzusetzen. Und das mache ich eventuell anders, wenn da irgendwas anders ist. Ja. Ich habe noch was. Okay. Es ist die einzige Person, die ich kenne, die keinen Schlaf braucht. Ist kein Scheiß. Der ist 36 Stunden wach, seine Assistenten schlafen schon am Tisch ein und der macht noch einen Livestream. Also das ist jetzt auch kein Witz, was ich jetzt sage. Also der schläft einfach nicht, ne? Und der sieht immer frisch aus. Also das ist definitiv... Schwarzes Make-up. Schwarzes Make-up. Und ich glaube, das ist einfach meine Aufgabe, einfach den Leuten zu helfen. In anderen Worten, ich arbeite für meine Leute. Das ist eigentlich die Sache. Geil. So, zwei Sachen habe ich noch. Und zwar... hätte ich jetzt gerne mal, dass du ein bisschen protzt. Und zwar, okay, sag mir doch bitte mal deinen bisher beruflich größten Erfolg. Hau raus, gibt's viele. Aber einen, wo du sagst, boah, da bist du stolz drauf, also dass du das erreicht hast. Okay, ganz kurz. Aufgewachsen in Berlin-Wedding. Haben zu 6 in einer Zimmerwohnung gelebt. Dann habe ich Basketball gespielt, war einer top-europäischen Basketballspieler in den USA 2008. Habe die Prognose bekommen, invalide zu sein. Alle sagten, es würde nicht mehr gehen, dein Leben ist vorbei. Naja, 6 Jahre später, 28 Jahre, 14 Companies aufgebaut und bin relativ gechillt. Anscheinend brauche ich keinen Schlaf und ich fühle mich, als ob ich jetzt erst starten würde. Das wäre so der größte Erfolg. Geil, also du bist aktuell auf dem Peak, würdest du sagen. Also aktuell ist ein geiler Moment. Nein, ah, da kommt noch was. Nein, aktuell fühle ich mich so, als ob ich mich jetzt warm gemacht habe. Ich habe mich gerade warm gemacht und Leute haben schon gesagt, das ist zu viel. Und wenn ich protzen würde, ist es das, aber nur um meinen Neffen zu sagen, hey, alles ist möglich. Geil. Jetzt die letzte Sache ist, die Leute da draußen, die wollen ja auch gesehen werden. Ne? Es bringt ja nichts, wenn du eine geile Leistung bringst, aber keine Sau bekommt es mit. Ja. Hast du nochmal irgendwie so einen Tipp, wo du sagen würdest, mach das und das, dass ihr auch wahrgenommen werdet, dass ihr gesehen werdet? Erstens, für alle da draußen, die sagen, ist nicht so wichtig, es heißt nicht Best Written Author, es heißt Best Selling Author. Das heißt, du musst verkaufen, aber was verkaufen? Du gibst den Leuten den Wert, den sie brauchen. Hör zu, was für Leute den Wert ist und kann etwas sein, was für dich gar kein Wert ist. Das ist so einfach. Gib den Leuten, was sie brauchen und fokussiere dich auf 5 Leute. Und dann kopiere diese 5 Leute. Such, was ist dein perfekter Avatar, was ist deren Namen, wo kommen sie her, was brauchen sie und kümmere dich darum, nur noch diese Leute zu finden und erfüll den Wert, was diese Leute brauchen. Und dann baust du relativ schnell eine große Kundschaft auf. Ja. Was bei Thaddäus auch noch so krass ist, der ist überall.
geiles Bild gerade. Der ist überall. Machen wir Zeitlupe. Und dann einfrieren. So wieder. Ey, nee, weil wir sind auf der Fotokina, du bist überall präsent, Kontakte, zeigst dich und networks und ist echt vorbildlich. Also hey, Thaddäus, du hast dich so kurz gehalten. Wahnsinn, ey, das ist der Hammer. Ich danke dir, dass du. Und sogar schneller geredet. Hey, much love. Kevin ist der Beste. Ich bin einer seiner größten Fans. Folgt Kevin Hollywood, liebt Kevin Hollywood. Warum? Ich tue das Gleiche. Bis dann, ciao.